Hey ho, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 Days Over 2. Wir sind jetzt hier gerade momentan bei Tag Nummer 15 und ja, wir sind jetzt eigentlich ja schon so ziemlich jetzt bereit, richtige Missionen anzunehmen. Und ja, unsere letzte haben wir auch sogar gemeinsam mit Axel hier wieder absolviert, der dann einfach mal beschlossen hat, wir können ja nach jeder Mission immer ein Eis essen gehen. Gut, jetzt wollen wir ja natürlich ja mal uns richtig an die Arbeit machen. Roxas, ich habe eine Handvoll Missionen für dich. Einige sind verpflichtend, aber du bestimmst trotzdem selbst, wie viel du arbeitest. Echt jetzt? Das ist ja cool. So einen Job will ich auch. Die Reihenfolge kannst du auch selbst bestimmen. Fang mit den Missionen an, die dir am leichtesten erscheinen. Das ist ja cool. Pflichtmissionen. Einige der Missionen, die du vor der Organisation erhältst, sind verpflichtend. Diese Missionen werden mit einem Schlüssel markiert. Ah ja, alles klar. Nachdem alle verpflichtenden Missionen erledigt sind, kannst du im Datum voranschreiten. Oder erst die gesamte Missionsliste abarbeiten. Okay. Dann gucken wir mal, was wir haben. Wir haben Twilight Town, wir haben das, wir haben das. Okay, was haben wir hier? Das hier, was ist das erstmal? Dieses Mal schätzen wir anhand deiner Kampffähigkeiten ein, wie gut du für zukünftige Missionen geeignet bist. Beweise deine Ausdauer, indem du eine Minute in der Arena im Schloss überlebst. Kämpfe oder fliehe, aber was auch immer du tust, tu es schnell. Du wirst schnell feststellen, wie wichtig Purzelbäume für dich sind. Gut, machen wir das mal. Es ist ja kein Schatz hier zu finden, also kann ich ja eigentlich auch in aller Ruhe erstmal hier ein bisschen trainieren. Überlebe eine Minute. Ja, ist nicht gerade einfach. Ja, sieht man ja. Das mache ich noch einmal. Ich lasse mich doch nicht hier von ein paar Dämmerlingen hier platt machen. Mann, das Blocken funktioniert nicht. Okay, und das hält auch nicht lange an. Dammit. Ja, das kann leider öfter passieren. Das habe ich ja schon sehr, sehr früh geahnt. Dass ich sehr früh öfter mal... Ah, Mann! Das funktioniert nicht! Ich kann nicht ausweichen. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht ausweichen. Erzählt mir irgendwas davon, wie wichtig Purzelbäume sind, aber dann funktionieren sie nicht mal. So. Ah, Mann! Toll. Das wird nix. Verdammt. Aber ich will die Mission schaffen. Die ist wichtig. Ja, toll. Das funktioniert ja sehr gut mit den Blocken. Ah, Mann, ich kann überhaupt nichts sehen. Mann, ich kann überhaupt nichts sehen hier. Das ist so unübersichtlich gerade momentan. Ah ja, nimm doch die Gegner im Profil zu Hilfe. Okay, wenn man eigentlich ja mehrere Male drauf geht, dann scheint man wohl anscheinend Tipps zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon sofort gesehen habe. Okay, Blocken funktioniert nicht. Nice try. So, schnell erstmal lieber wegrennen. So, ich renne am besten lieber noch mal ein bisschen weiter weg von euch. Okay.
Okay, wir haben es gleich geschafft. So funktioniert das auch. Shit, so knapp. Oh Mann. Die Kamerasteuerung ist manchmal echt ziemlich lästig. Die funktioniert leider nicht so gut, wie man sich's vorstellt. Ja, toll. Okay, Blocken hat wieder mal nicht funktioniert, so wie es sollte. Mann! Es ist doof. Warum muss das eigentlich überhaupt so schwer sein? Naja, kein Wunder, ich spiele Profi, also warum mache ich mir überhaupt deswegen Gedanken? Autsch. Autsch. Aua! Mann, ich dachte, Ausweichen funktioniert hier dabei. Das finde ich blöd. Ich meine, ich weiche aus, ich rolle weg, aber trotzdem können die mich immer noch treffen. Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Das war eigentlich so nie so gedacht. Ich wusste doch, das Spiel ist total verbuggt. Au! Ah, oh Mann, die sind... Das ist doof, wenn die immer jetzt mal zu großen Abstand zueinander haben. Okay, die können mich sogar auch treffen, wenn ich den Limitbrecher einsetze. Uncool. Das Schlimmste ist, die Items, die ich ja verbraucht habe, die habe ich ja nicht mehr. Ah, oh, Sack. Das schaffe ich jetzt echt wirklich nicht so einfach. Vielleicht hätte ich lieber doch erstmal eine andere Mission machen sollen. Da werde ich erstmal hier sowas anderes nochmal, vielleicht noch ein zusätzliches Level bekommen oder so. Oh, Mann. Oh, damn it. Das gibt's doch nicht. Na gut, ich versuche erstmal was anderes. Ich werde erstmal eine andere Mission probieren. Vielleicht bin ich ja dann ein bisschen besser vorbereitet. Immerhin, ich kriege ja doch ein bisschen Erfahrungspunkte dafür. Oh, damn it, das ist so scheiße. Okay, muss ich erstmal wieder ein paar Item-Tafeln hier installieren. So, das sollte reichen. Okay, und dann mache ich jetzt erstmal was anderes. Also, so geht das ja gar nicht. Dann mache ich erstmal lieber eine andere Mission, und zwar diese hier. Besiege gemeinsam mit Malux die Herzlose in Twilighton und sammle Herzen. Nimm dich vor dem Unheilkraut in Acht, töte es, indem du seine Samen durch Blocken zurückwirfst. Außerdem wurde ein Schwungmetzler gesichtet. Nimm dich vor diesem mächtigen Gegner besonders in Acht. Gut, ich glaube, ich weiß ja noch ungefähr, wie der so ungefähr funktioniert hat. So, okay, wieder mal auf Mission mit Maluxia. Das ist auch nicht schlecht.
Okay, hier sind noch Kisten. Nimm mir nicht die ganzen Gegner weg, Maluxia. Ich warne dich, Mann. Okay, Pyrosplitter. Na, am besten ich sammle erstmal so ein paar Schätze ein, bevor ich jetzt irgendwelche anderen Items mitnehme. Okay, los, 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 Rolle. Warte mal, was ich eigentlich einmal machen könnte. So. Dann habe ich wenigstens erstmal nochmal ein bisschen Items hier noch verfügbar. Dann kann ich auch schneller darauf zugreifen. Wo ist er jetzt? Ach, da! Den haben wir auch noch. So einen kleinen Herzlosen. So, okay, okay. Feuerrezept. Ein Pyrosplitter. Ich kann in den Wald hinein. Auch gut. Kann ich sogar weiter oder ist es nur da jetzt der Wald? Oh, hier ist ruhig. Hier ist so schön friedlich. Okay, wir können auch sogar bis hier hin. Dann werfen wir einfach mal so einen Blick auf das alte Herrenhaus. Maluxia, steh nicht in meinem Weg rum. Geschafft. So, das war's. Wir haben die Gegner besiegt, die wir jetzt besiegen mussten. Rückkehr ist erlaubt. Wir können also zum Schloss zurück, aber ich bin ja noch nicht ganz fertig. Es fehlen immer noch zwei Schatzkisten und wir haben ja noch den Schwungmetzler noch gar nicht gefunden. Den will ich ja natürlich auch noch besiegen. Außerdem muss ich ein paar Erfahrungspunkte noch sammeln. So, das Item lasse ich mal liegen. Wer weiß, ob ich das überhaupt noch brauche. Also es wird ja zum Glück immer noch dort bleiben. Selbst wenn ich das Gebiet wechsle, wird das Item immer noch da rumliegen. Das ist ja das Geil, eigentlich ja das ziemlich Geniale hier an Kingdom Hearts 358 Days. Dass ja eigentlich ja die Items hier nicht verloren gehen. Falls ich sie ja später nochmal zurückholen möchte. Erst wenn ich ja die Mission eigentlich ja komplett verlassen sollte, erst dann sind diese Gegenstände weg. Gut, hier bin ich falsch. Ich wollte erstmal hier die hoch. Ah, ne, warte mal, hier sind wir ja hergekommen, genau, da ist ja der Ausgang. Ah, verdammt. Jetzt aber. Na toll. Da werfe ich erstmal einen Potion weg. Na super. Okay, Pyrosplitter. Was für eine Verschwendung. Ah, und guck mal, was wir gefunden haben. Okay. Magie scheint ihn irgendwie gar nicht zu jucken. Pass da lieber erstmal ein bisschen auf. So,
er blockt. Okay, ich habe ja irgendwie, glaube ich, seine Strategie raus. Also ich erinnere mich ja noch so ein bisschen. Okay, das war Fehler. Ah, verdammt. Das war schlecht. Okay, aber keine Panik. Alles andere haben wir ja zum Glück. Doof ist ja nur, der Gegner ist leider wieder putzmunter. Ah, Mann, gerade die optionalen Missionen sind eigentlich ja immer die schwierigsten. Okay, ich hab's. Ups. Das kann erstmal eine Weile dauern, bis wir den platt haben. Nee, Magie macht denn überhaupt nichts. Wieso nicht? So, immer schön aufpassen. Vorsicht. Ah, oh, shit. Ah, danke, Maluxia. Er denkt wenigstens an mich. Ah, oh, shit. Okay. Das habe ich jetzt total übersehen. Ah, oh, Mann, Mist. Tja, da muss ich echt wirklich aufpassen bei dem. Der kann richtig schmerzhaft werden. Am besten, ich mache eigentlich immer nur so leichte Schläge und beobachte ihn einfach erstmal, was er tut. So, komm schon. Au! Maluxia, Angriff. Es ist auch blöd, dass ich ja jetzt hier überhaupt gar nicht in der Lage bin, jetzt ihn mit Feuer anzugreifen. Ich muss echt nur mit Kombos? Okay, Maluxia blockt wenigstens auch öfter mal. Mal weg. So, Maluxia, du darfst zuhauen. Ja, wenigstens hört er auf mich. Okay. Ich muss eigentlich immer nur warten. Also, genau. Immer wenn er blockt oder wenn er den Rückwärtssalto macht. So, Vorsicht. Mal kurz noch Rückzieher machen. Erstmal kleinen Abstand, genau. Ich wäre ja nicht unbedingt jetzt versehentlich hier in seine Schläge reingeraten. Oh, danke fürs Heilen. Nett von dir. Jetzt haben wir es. So, kleiner Abstand wieder mal. So, okay, wieder Deckung. Boah, dass er schon so viele Leisten zu früh hat. So, gut. Maluxia hat erstmal hier schon wieder mal den Typen aus der Reserve gelockt. Ich hoffe mal, der kommt eigentlich auch wieder. Oh.
Maluxia, wenn du schon Limitbrecher aktivierst, dann musst du auch angreifen. Oh, Vorsicht. Erstmal Deckung. Okay, er hat sich immerhin nochmal rechtzeitig geheilt. So, ich gehe lieber mal ein bisschen wieder auf Deckung. Genau. So, okay. Jetzt bist du wieder dran, Magluxia. So. Okay, 7 Schläge sollten eigentlich immer reichen, um den zu erledigen. Okay, da kommt er. Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott, der Part wird schon wieder so lang. Und ich bin ja noch nicht mal ansatzweise so weit, den zu erledigen. Vielleicht haben wir gerade mal die Hälfte weg. So, Vorsicht. So, okay, jetzt haben wir ihn eigentlich erstmal wieder hier so ein bisschen durchschaut. Uppala, das war knapp. Oh Gott, da hätte er mich jetzt beinahe erwischt. So, Maluxia, du solltest dich mal heilen, genau. Gute Idee. Warte mal, habe ich mir das jetzt gerade so eingebildet, oder? Ich glaube, der heilt sich sogar mit den Schlägen, kann das sein? Wenn er damit trifft? Muss ich mal eigentlich einmal darauf achten, wenn er Maluxia damit wieder erwischt. Aber ich glaube, der heilt sich tatsächlich mit den Schlägen, wenn er diesen Wirbelangriff macht. Ja, Tatsache, er heilt sich. Ich wusste doch, da war was. Hoppala. Naja, ich glaube, ich ziehe mich lieber da immer wirklich mal zurück. So, Vorsicht. Ja, dass Maluxia hier hart im Nehmen ist, das weiß ich ja zum Glück schon. Aber lieber aufpassen. Okay, wieder mal ein bisschen Rückzug. Deckung, Deckung, lass mich aus dem Weg. So, warte mal, ich warte da lieber mal ein bisschen. Genau. Sonst wäre ich da wahrscheinlich eben gerade reingeraten. So, okay, wir haben ihn fast. Okay, Deckung. Maluxia, du darfst ihn erlegen. Kannst du ruhig mal ein bisschen auf ihn einschlagen, damit wir wissen, was er so macht. Komm schon. Komm schon. Jetzt sei lieb zu mir. Ich meine, wenn er Maluxia jetzt hier erwischt, ist ja nicht schlimm. Der heilt sich ja zum Glück regelmäßig. Hoppala. Okay, ich gehe lieber mal auf Tauschstation hier. Ich habe keine Lust, hier erwischt zu werden. Guter Schlag. Ja, du solltest dich nicht von ihm pieksen lassen, Maluxia. Das kann wehtun. Bringt's ja nichts, aber egal. Ich feuer trotzdem einfach mal drauf. Feuer! Oder ich probier's mal, wenn er jetzt eigentlich halt seine Wirbelattacke macht. Nee, wirkt nichts.
Aber Moment, vorletzte Leiste. Und genau. Ich wollte schon sagen, Maluxia, heil dich lieber mal, bevor du hier noch irgendwie jetzt zu sehr wehtust. Ah, muss ich schon mal sagen, der Gegner ist nicht übel. Er hat zwar kein allzu komplexes Angriffsmuster, aber seine Schläge hauen trotzdem rein. Also lieber vorsichtig. Boah, das ist spannend. So. Boah, bala, das war schon knapp. Ich dachte jetzt echt schon, der erwischt mich gleich. Okay. Das war voll daneben, Kumpel. Das ist gleich normal. So, letzte Leiste. Okay, jetzt kündigt er die Attacken gar nicht mehr richtig an. Boah, das Gute ist ja, Maluxia hat Mega-Potions anscheinend dabei. So hält er die ganze Gruppe. Komm schon. Ja, Maluxia, lass dich nicht so oft treffen. Du verzögerst das die ganze Zeit hier nur. Das ist nicht gut. Gott, was sagt die Zeit? Fast 27 Minuten. Komm schon. Mach irgendwas. Gut, danke. Hoppala, das war dann. So, jetzt ist aber Schluss. Yes, gewonnen. Boah, geschafft. So, was hinterlässt er? Ich kann es nicht sehen. Bitte lass mal die Information weg. Ein Mondstein. Okay. So, nehmen wir das einfach mal schnell mit. Gut, dann können wir jetzt endlich die Mission verlassen. Oh Gott, 27 Minuten. Und noch weiter darüber hinaus. Oh je, oh je, oh je. Aber naja, wenn das jetzt kein Level abbringt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann können wir ja doch nochmal die Mission versuchen mit den Niemanden und einer Minute. Der eine Minute Überlebenskampf, den können wir ja dann beim nächsten Mal nochmal versuchen. Naja, aber immerhin. Nach einem erfolgreichen Arbeitstag will ich jetzt erstmal schon wieder schön Eis essen gehen. So, aber hat leider kein Level-Up eingebracht. Schade. Gut, Tag Nummer 16. Gut, dann würde ich mal sagen, nach diesem etwas ziemlich zeitaufwendigen Kampf können wir jetzt endlich ja hier an dieser Stelle den Part beenden. 2 von 3 Missionen sind noch übrig, sehe ich ja hier unten im Bildschirm. Ihr könnt das ja eigentlich ja da unten rechts sehen. Ja, okay, 2 davon muss ich also noch schaffen. Eine davon ist ja sogar verpflichtend und die andere, naja, ist ja eben dieser Überlebenskampf. Und ob ich den schaffe, naja, das finden wir dann erst beim nächsten Mal heraus. Also Freunde, wieder vielen Dank hier wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts 358 Days Over 2. Bis dann, Freunde, und tschüss!